Hallo und herzlich willkommen zurück zu Back to the Future The Game Episode 2, nächste Folge. In der letzten Folge haben wir Tennant Flachmann gefunden, den wir hier suchen. Ihn hier und es hieß, da ist sein Schweiß dran und in dem Moment habe ich gedacht, ihr Gitter trinke ich nicht raus. Wir lassen mal Aini daran riechen, mal gucken, ob er unseren netten Erzfeind finden kann. Hey Einstein, beweg deine Nase hier rüber. Ja, schnüffel nur. Gut so. Ich glaube nicht, dass Tennant und Doc bei Herbert Hoover sind, Aini. Okay, ich prüf das mal. Ein Knopf? Ein Knopf. Das ist eindeutig ein Knopf. Oder? Was meint ihr? Ich meine, okay, ganz ehrlich, ja. Das ist ja schon sehr naheliegend, ja. Die Plakate sind jetzt hier schon mittig zerschnitten. Wenn da gleich vielleicht so eine Wand hochfährt oder sowas, würde ich mich jetzt nicht wundern. Gut, Doc. Ich bin auf dem Weg. Callahan, was machst du hier? Schon gut, komm und hilf mir, diese blöde Brandstifterin loszuwerden. Edna! Ich habe sie beim Dynamitlegen erwischt, als ich in der Suppenküche aufgeräumt habe. Schätze, Sagan war wirklich unschuldig. Ich habe für eine Story recherchiert, du Ignorant. Was kannst du dem Papst erzählen? Hey, was soll das Ganze? Parker? Tennant, Sie sind verhaftet. Schnapp ihn dir, Sacramento Boy. Das kann ich nicht tun, Kid. Was? Oh, verstehe. Warum lassen Sie Miss Strickland nicht gehen und geben auf? Hey! Dort drüben! Ernsthaft? Achtung! Geben Sie auf, Tennant. Alle Straßen aus der Stadt sind abgesperrt. Es ist vorbei. Vorbei? Nichts ist vorbei, bis Kid Tennant sagt, dass es vorbei ist. Ja. Okay. Es ist doch ganz das war eine Überraschung. Also hat Tennant er nicht Doc gefangen, sondern... Bei einem Tennant ist es niemals leicht. Sondern die nette Dame, gut, um sie wäre es jetzt ehrlich gesagt nicht schade, aber, und das ist das Problem, wenn er sie jetzt umbringen würde, hätten wir wieder ein Zeitparadoxon, weil wir haben sie ja in der, jetzt muss ich kurz überlegen, in der Zukunft, also unsere Vergangenheit, auch zu klein, Mann. Nach ihrem Schuh gefragt und hätten wir diese Information nicht gehabt von ihr, in ihrem Alter, wären wir ja gar nicht hier, was folglich dazu führen würde, wenn er sie umbringt. Ich muss gar nicht drüber nachdenken. Wie kriege ich ihn da runter? Was kann ich denn hier tun? Kann ich mich niemand angucken? Legt sich mit Kid Tennant an. Ich mich nicht. Was haben wir dabei? Ein Flachmann, eine Pistole, die nur mit Feuer schießt und das bringt mir nichts. Chloroform werfen macht auch keinen Sinn. Nein, ich denke mal. Hey Biff. Kid! Friss Blei, Schwindler! Biff sag ich schon mit Kid, kann man auch nicht reden. Da ist Müll. Jetzt war schon mal eine andere Sicht. Na los, Kid. Wir wissen doch, wohin das. Boah, aber ganz langsam rübergeschlichen. Die Kugeln sind ja richtig ausgewichen immer. Ja. Schießt du etwa auf mich? Schießt du etwa auf mich? Ja. Hey, Tennant! Tu mir den Gefallen und stirb, Ratte! Oh, er hat einen Fass getroffen. Echt? Wow! Ja, erst was trinken, ne? Hat er das jetzt in die Tasche gesteckt? Nö. Flasche würde ich sagen. Ne? Tennants Fusel ist hier überall verschüttet. Ich sollte mit dem Zeug vorsichtiger sein. Wenn Doc daraus Raketentreibstoff machen kann, wer weiß, was passiert, wenn es mit Dynamit in Berührung kommt. Jetzt ist die Frage, können wir das Fass nicht da unten reinrollen? Wobei die Strickland liegt, ist ja noch da unten drin, oder? Ist ja auch doof.
Weil sonst hätte ich gedacht, rollen wir das Fass in die Es ist doch ganz Öffnung leicht, hier Tenen. Rein und bei einem dadurch, dass ist es ja Flüssigkeit ist. Ja, ist gut, Mann. Dachte ich, könnten wir das vielleicht mit dem Feuerzeug anzünden und dann explodiert es da hinten. Versucht es einfach mal, vielleicht klappt's ja. Bowling. Echt jetzt? Nimm das, Bulle! Ah, Mann, ist das naheliegend. Wieso habe ich das Gefühl, dass die Folge gleich wieder verfrüht beendet wird? Ist oder so? Hey Danny, ich habe eine richtig zündende Idee. Allerdings ist Edna noch in dem Laster. Nicht so lange Edna da drin ist. Okay, gut. Wie kriege ich den Edna da raus? Niemand legt sich mit Titanen an! Gute Frage, mal überlegen. Nichts. Der lässt mich tatsächlich nicht rein. Na los, Kid. Wir wissen doch, wohin das führt. Stimmt, ich werde auf deinem Grab tanzen. Wieso? Eine Spur explosiven Fusels, der genau in die Garage führt. Schießt du etwa auf mich? Schießt du etwa auf mich? Nee. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, das muss funktionieren. Hey Danny, ich habe eine richtig zündende Idee. Allerdings ist Edna noch in dem Laster. Nicht so lange Edna da drin ist. Gut, wie kriege ich Edna da raus? Hey Kid! Friss Blei, Schwindler! Der lässt mich tatsächlich nicht rein. Ich komme da echt nicht rein. Das ist echt beschissen. Es ist doch ganz leicht, Tenen. Bei einem Tenen ist es niemals leicht. Wenn ich das richtig sehe, ist Edna da vorne natürlich. Die da gerade aufgegangen ist. Ist doch eine Tür gewesen, wenn ich mich jetzt da gerade. Mein Gott, ist das ein Rumgeballer. Dementsprechend müsste sie eigentlich draußen sein. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich versuchen, mal mit dem Feuerzeug die Spur anzuzünden. Hey Danny, ich habe eine richtig zündende Idee. Allerdings ist Edna noch in dem Laster. Nicht so lange Edna da drin ist. Wie kriege ich denn Edna da raus? Muss ich jetzt hier hin und her hüpfen oder was? Ich kann doch nichts machen, außer... Nicht rein. Der lässt mich tatsächlich nicht rein. Niemand legt sich mit Titan... Ups, sorry Jungs, sorry. Mein Fehler. Ich hab gerade aus Versehen rausgetappt. Unschön, unschön. Irgendwas muss ich hier vorne mitmachen. Ich muss hey Kid! Ist Blei, Schwindler! Ja, anscheinend muss ich ihn irgendwie. Na los, Kid! Wir wissen doch, wohin das führt! Ablenken. Hey, Edna! Eine blöde Idee. Ja, das war definitiv eine scheiß Idee. Gebe ich zu. Blei, Schwindler. Okay, mir tun eure Ohren jetzt schon leid. Also. Schießt du etwa auf mich? Ihr hört es eigentlich noch leiser als ich. Ganz ehrlich, ich schieße jetzt zurück. So. Ich glaube nicht, dass er jetzt eine rauchen will. Schade. Hey, Hohlkopf! Nee. Das ist für dich. Tenen. Tu mir den Gefallen und stirb, Ratte! Wie oft müssen wir das machen? Hey! Braves Mädchen. Braves Mädchen? Tja. Reicht es jetzt schon, oder? Das werde ich die ganze Nacht tun, Parker. Hey, Hohlkopf! Das ist für dich! Nee, anscheinend ist es das gewesen, oder? Dann... Leider kann ich mich schlecht konzentrieren, wenn mir dauernd Kugeln um die Ohren fliegen, Mr. Callahan. Klar. Es ist doch ganz leicht, Tenen.
Bei einem Tenant ist es niemals leicht. Hey, Tenant! Versuchen wir es nochmal, ob da was kommt. Nee, ich denke mal, wir müssen da echt jetzt zurück und die Spuren zu nehmen. Sonst wird das nichts. Und irgendwas sagt mir, dass danach diese Folge beendet ist, weil wenn das Ding in die Luft fliegt, dann... Hey, Kid! Ha! Das ist keine echte Waffe! Stimmt, hab ich vergessen. Dann sollte ich sie besser loswerden. Oh, Mist. Ja, das ist eine gute Aussage, ja. Wie jetzt? Einmal kurz berühren, Hand fesseln, alles los. Oh nein! Gott. Ja! Nein! Da! So gut wie neu! Sieh an, Tenne? Der Sohn des Richters. Gut, Parker! Ich will einen Fluchtwagen und freie Fahrt bis Nevada! Sonst ist Browns Junge dran! Doc! Marty! Doc? Ja, ich bin's! Ich spreche mit dir durch das Funkgerät, das mein jüngeres Ich in das Raketenauto eingebaut hat. Was ist da oben los? Sieht nicht gut aus, Doc. Trixie und Parker haben ihren Teil erledigt, aber du bist nun Kids Geisel. Grundgütiger! Kein Scherz. Versuch, Kid in das Auto zu bekommen. Gib mir dann ein Signal und ich übernehme den Rest. Aber wie soll ich... Du! Okay, Waffe ist schon mal weg. Emmett. Das ist sehr gut. Du bist an all dem schuld, oh, oder? Oh. Ah, alles klar. Oh, mit einem Messer. Ich hätte es wissen müssen. Du siehst einfach nicht wie ein Callahan aus. Ja, echt. Wie kriege ich den in das Auto? Niemand hält mich zum Narren, du hinterhältiger Zwerg. Ich schätze, ich bin ein Niemand. Was kann man denn hier als, Hey! Jawohl! Doc, drück drauf! Irving Tenant, ich nehme Sie fest wegen Entführung, versuchten Mord, Steuerhinterziehung und... Ihrem erbärmlichen Gestank. Steuerhinterziehung? Hast du es nicht gehört? Das Finanzamt hat seine wahre Freude mit Trixies Büchern. Trixie? Oh, jawohl, was hast du drauf. Davon, Artie umzubringen, du Mistkerl? Was? Ich hab Artie nicht. Trixie? Artie? Happy End, yay. In Ordnung, Grandpa. Mein armer Wagen. Ich glaube, ich muss mich entschuldigen, Mr. Brown. Dank Ihres lächerlichen Apparates kommt der berüchtigste Verbrecher von Hill Valley nun endlich hinter Gitter. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Miss Strickland. Mein Raketenauto hat vielleicht den Tag gerettet, aber nur, weil es eine Katastrophe ist. Ich brauche eine neue Idee. Wenn Sie interessiert sind, ich hätte da ein paar Anregungen. Aber erst sollten wir uns an den Film ansehen. Sehr gern, Mr. Brown. Ich glaube, Sie werden ihn mögen. Es geht um einen brillanten Wissenschaftler mit Höhenflug. Puh. Komm, Einie. Wir suchen Doc. Danke, dass ich den DeLorean fliegen durfte, Doc. Das war der Hammer. Bist du dir sicher, dass jetzt alles wieder beim Alten ist? Absolut. Kit wandert in den Knast, Jennifer ist wieder auf meinem Abschlussballfoto, Emmett wird sich Frankenstein ansehen und eine Verbrecherfamilie namens Tenen gibt es 1986 nicht. Außerdem haben wir diesmal auch an Einstein gedacht. Kriminalitätsrate in Hill Valley so niedrig wie noch nie. Da ist nur Grandpa, der mit Trixie rummacht. Eine Rückkehr ins Jahr 1986 steht nichts mehr im Weg. Fühlst du dich, als würdest du langsam verschwinden? Nein. Gut, solange dein Vater in 7 Jahren trotzdem geboren wird, kann dein Großvater sich ruhig etwas aufdrücken. Die Hörner abstoßen? Ist es das, was du und Edna tun? Wovon sprichst du? Emmett und Edna werden sich gemeinsam Frankenstein ansehen. Oh, ich ahne Schlimmes. Sehr merkwürdig.
Spaß. Halt den Wagen an, das könnte... Oh, okay. Dann wollen wir mal gucken, was da auf uns zukommt. Er steckt etwas ungünstig. Doc? Bist du da? Keine Panik! Oh Gott. Wir haben alles unter Kontrolle. Doc? Okay, damit wissen wir ja, was in Episode Nummer 3 so auf uns zukommen wird. Ich bin mal gespannt. Kommt noch eine Zusammenfassung wie beim letzten Mal oder landen wir jetzt im Hauptmenü? Nee, okay, die gucken wir uns auch an. Martin McFly, age 18. Okay, Doc, let's see what kind of nightmare alternate timeline I've landed in this time. Father George, Mother Lorraine. Hill Valley under Citizen Brown. Is not quite the contented town you were led to believe it was. A re-education program? What the hell? Please don't swear, Martin. It makes me uncomfortable. Zero demerits, until this morning. We're through, McFly. I'll never date such a square again. My own girlfriend thinks I'm a square? The obvious question, Mr. McFly, is... What happened to you? Jesus Christ, Doc, what happened to you? Ja, sieht sehr interessant aus. Ich bin gespannt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und also ich fand die Episode 2 jetzt recht angenehm. Und in Bezug auf dessen, was jetzt noch kommen wird, bin ich jetzt echt gespannt, was in Episode 3 kommt. Also Doc hat sich ja komplett verändert, so wie es aussieht. Und ich würde sagen, wir haben ein Paradoxon gefunden, oder? Dementsprechend schauen wir mal, was in Episode 3 kommt. Ich lasse den Abspann jetzt auch durchlaufen und verabschiede mich damit für diese Aufnahmesession. Heute ist Freitag. Ich wünsche euch hiermit ein schönes Wochenende. Und ja, habt eine Menge Spaß. Bis dann. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Episode. Tschüss.